Hallo und herzlich willkommen heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. Was gibt's bei euch eigentlich heute zu essen? Also, bei uns gibt's meistens Ente. Ja. Aber heute dieses Jahr gibt's Steak. Steak vom, fast frisch geschlachteten. Aber wir müssen erstmal diesen hier zu Steak verarbeiten. Na? Gott, ich hätte es vielleicht noch lassen. Der hat mich umgebracht das letzte Mal, glaube ich. Bist du bescheuert? Nicke, hasst dich. Bäh. Was hat der für ein Level gehabt? Wie sind der so scheiße? Und der hat noch nicht mal einen Becher dabei. Ich glaube sie wohl nicht. Ach ja, hier bin ich. Hallo, da wollte ich doch rein. Wieso komme ich da nicht mehr rein? Ach so, ich verstehe. Oder? Doch nicht. Ich weiß noch nicht genau. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Kacke, hier oben. Aha. Oh. Ach so, der ist tot, den habe ich schon umgelegt. Komm, den machen wir noch mal schnell kalt. In welches Loch müssen wir jetzt eigentlich fallen? Uns wahrscheinlich irgendwo. Hier hockt doch da irgendwo jemand. Ach nee, da oben ist unser Freund. Bisschen weit bin ich noch weg. Ich ihn jetzt so treffe. Ach ja, funktioniert. Wieso sehe ich den eigentlich nie? So, wir benutzen jetzt mal was anderes. Ich hole jetzt hier mein richtiges Rohr raus. Das hier ist mein richtiges Rohr. Jetzt gib mal den mal. Bäm, ey. Dem Rohr macht auch mal richtig was rein hier. Nee, können wir gar nicht. Okay. Wer hat mich jetzt gesehen? Was hat das mit diesen Armen auf sich? Bei Ghost of Tsushima schlage ich seit Neuestem auch ständig Arme. So, und er hier? Bitteschön, der Herr. Hä, ist hier noch jemand? Oh, direkt in seiner kleinen Hütte gestorben. Der Arme. Nicht. Ich bin mir nur immer nicht sicher, ob ich mir mal eine andere Rüstung zusammenbastel. Bin da echt überfragt ein bisschen. Ich fand immer der unübertroffene Krieger, den fand ich ganz cool, weil der so wendig war und so. Aber ich bin natürlich Axtträger. Und Axtträger braucht ja eigentlich eine starke Rüstung. Vielleicht ist es besser, wenn ich, bevor ich eine Axtträgerrüstung mache, mal meine Ausdauer erhöhe. Ich meine, jetzt habe ich ja alles so gemacht, wie es mein innerer Monk braucht. Ich habe alles auf, alles meine Dinger sind auf 5 teilbar. Oder sind durch 5 teilbar. Mach's gut. Auch kein Becher. Was ist denn nur los mit denen? Wieso habt ihr keine Ochoko-Becher dabei? Guten Tag. Die Musik ist auf jeden Fall immer sehr bedrückend hier. Wir wollten immer in das Loch fallen hier, glaube ich, oder?
So, dann rennen wir mal los hier. Auf in den Kampf! Hellcat. Kennen wir auch schon. Aber bei dem helfen die belebt die Waffen nicht so stark. Wetter kein Bogen. Nee, kein Uchoko-Becher. Ich brauche doch Uchoko-Becher, Leute. So. War die Höhle hier zu Ende? Ich glaube schon, oder? Ja, die Höhle war hier zu Ende. Gehen wir mal in die andere Höhle rein. Och nee, oder? Also Leute, es führt mich immer wieder zu euch. Wir müssen das Ding jetzt hier... Ich muss euch jetzt leider ein bisschen umlegen. Alle Wege führen zu diesen drei Blutgräbern. Irgendwas stimmt doch nicht. Oh, der hat einen Uchoko-Becher dabei gehabt. Kohei 0909. So, direkt in der Ecke umgemacht. Rapposayo. Den nehmen wir noch mit und dann rennen wir mal weiter. U204, das ist ein bisschen krass. Okay. Wir essen mal das da. Wir haben ja genug Elixier. Ach, wollte ich was einpfeifen, wa? Keine macht den Drogen. Ich einfach glänze. Ne, Glühwürmchen. Muss mich lieb haben. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ist ja super. Hi, Wind, hui. Oh. Kein Uchoko-Becher. Ich mache das nur für die Becher. Bechersuche. Wieso akzeptiere ich keiner von euch? Bin nett. Glaube ich. Die Ui ist doch schon sehr nett, oder? Kann niemand sagen, dass es nett ist. Hey! Voll unnett. Der ist geil. Bin bescheuert. Wir müssen die mal... So schnell. Hat einen Arsch. Gut, wir könnten jetzt hier lang. Hier hocken sie bestimmt wieder irgendwo. Valerio Truccia. Ich bin ein Stracciatella. Er hat nicht einen Stracciatella, ne? Jetzt los. Wieso hat denn der nichts gemacht? Na, na, na. Wieder kein Becher. Okay, hier hocken sie wieder überall, glaube ich. Oh.
Oh, schnell weiter. Wieso gibt es hier niemanden mehr? Und nicht mehr ein Blutgrab oder was? Doch, da ist eins. Numpsig. Okay. Gut, dann machen wir noch mal schnell das hier alles ein. Das ist alles unter uns. Ja, da ist auch einer. Ich sehe dich. Ich glaube, hier bin ich das letzte Mal irgendwie verrickelt. Oh, guck mal, wie er da sitzt und wartet, der Süße. Ha. Willst du mich? Kriegst du mich nicht. Achso. Okay, der ist schon tot. Wundert der sich nicht, dass ich den umgebracht habe? Da jetzt? Irgendwie oder nicht so? Hm. Scheinbar wundert sich hier niemand irgendwie. Hm. Der verschwundene Katalog ist da oben drin, oder? Okay, kann man nicht zurück. Oh, Entschuldigung. War ich das etwa? Oh Gott, ich bin in der Sackgasse. Oh! Okay, das Gute ist, wir können noch alle anderen umbringen. Würde ich auch am liebsten tun, weil ich glaube nämlich, dass da hinten in diesem Ding der verschwundene Katalog drin ist. Oder hier unten. Oh. Gut, ein Glück, hier war schon nichts drin. Chosuke, der Große. Hat er kleine Klamotten an? Oh, der hat einen Becher dabei. Aber nur einen Becher. Na gut. Okay, ich bin mir sehr sicher, dass das alles unten passiert. Wollen wir irgendwo mal runtergehen? Da gibt es auch nach unten. Habe ich wieder irgendwas ausgetreten?
drin ist der verschwundene Katalog? Hab ich euch schon alle kalt gemacht? Hier war ich das? Nee. Das war ich doch nicht. 180, okay, was essen wir jetzt? Das da? Und das da? Und wir brennen mal wieder ein bisschen. In dieser kleinen Kabine. Saru Tahiko, der Aufschneider. Das hätte ich aber schon mal umgebracht irgendwann. Okay, da liegen sie ein Becherchen gehabt. Oh, wie hält das so viel aus? Oh! Kannst du dich aber umbringen? Oder umbringen wollen? Geht doch nicht. Nicht schon wieder. Kann wir von hier? Ach, guck an. Och, guck an. Ein bisschen Geld. Ich darf nur nicht sterben, gell? Ja. Deswegen machen wir schlucken mal die Kraftpille. Und wenn er uns irgendwas antun will. Er will uns das antun. Konnte sich mal tun. Er hatte auch keinen Becher dabei. Mann. Becher losen. Bin ich auch irgendeiner? Kann man nicht das machen hier? Ach ne, hier ist nur eine Kiste. Kiste nehmen wir natürlich auch mit. Okay, meine sämtlichen Pillen, die ich mir eingeworfen habe, haben geholfen. Habe ich jetzt da oben diese kleine Kiste aufgemacht? Ja, sie ist auf. Davor liegt ein Globus. Ich muss gerade an Terra, die Finde die Terra-Globen denken. Der Biomutant. Nun gut, hier Spinni. Aha. Mist. Hey, unfair, komm da raus. Okay. Schade, dass man nicht immer einen Bonus bekommt, wenn man alles einfach säubert. Shinobi-Kiste. Und ein Zweig. Ein Zweig gefunden. So. Kam mir von hier. Ja, Tatsache. Konnten wir nur an dieser Kiste vorbeilaufen. Nun gut. Dann... Das war's jetzt.
Da ist unser verschwundener Katalog. Da ist unser verschwundener Quellekatalog. Oh. Oh. Nein, haut ab. Stimmt, sowas war das ja. Bisschen eng hier. Das ist sehr, sehr gemein. Haben wir jetzt alles hier? Ein Dämonenhorn. Okay. Wollen wir zurück? Ja, oder? Ja. Dann war es das Werk der Ninja, getötet von einem Dämon, aber dennoch, wer könnte sie geschickt haben? Es spielt wohl keine Rolle mehr. Nun, da die Schriftrolle wieder da ist, sie scheint eine Art Anleitung zur Herstellung von Waffen zu sein. Derjenige, der mich um Hilfe bei der Suche bat, sagte, ich könne sie dir geben. Selbst wenn du sie nicht lesen kannst, kennst du sicher jemanden, der dazu in der Lage ist. Ja, die gute Domoje. Okay, jetzt haben wir 185. Jetzt haben wir nur noch da oben die Hauptquest, der Dämon des Berges Hiei. Das machen wir natürlich als nächstes, aber ich möchte erstmal hier hingehen. Ja, unbedingt. Wir müssen kaufen. Kaufen. Und zwar das hier. Maidori! 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 Maidori, Maidori, ja, ja, ja. Da muss ich mich, glaube ich, erstmal drauf vorbereiten. Ja, Matatuso. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh, haben wir aber Auszeichnung bekommen? Nee. Das haben sie einfach nur so wieder gemacht. Ich kann hier mal schnell... Da haben wir ja einiges, also zwei, was plus Plusser sind. Oh. Rüstung des Fremden. Ja, wir haben einiges Neues, aber damit können wir, glaube ich, noch nicht so viel anfangen. Hier haben wir nämlich die Karakawa-Rüstung. Allerdings. Rüstung des Fremden, 381, wenn wir das plus 2 machen. Durchbruchschutz hätte die halt. 333. Ha. Zieh das mal an. Gefällt mir nicht. Zieh das mal an. Gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. Das, nein. Nö. Jetzt gefällt mir persönlich das auch nicht mehr. Obsidianrüstung. Oh, das sieht fesch aus. Das gefällt mir sehr gut. Die Obsidianrüstung. Samurai aus dunklen Landen. Sehr cool. Rikishi-Einheit, aha. Schwalbenschwanz, so sieht auch sehr schön aus. General. Mhm.
Unübertroffener Typ. Ja, sieh mal das. Unübertroffener Krieger. Kise, Dämonenkönig. Ach, hier Nobunagas Rüstung. Ja, hier haben wir Roter Oni. Aha. Oh, das ist ein Hatte die Hand so. Nö. Nö. Nicht unbedingt. Der wilde Stier. Das sah schön aus. Egal, wir ziehen wieder unsere Karakawa-Rüstung an. So. Armschutz. Beinschutz. Das ist eben halt unübertroffener Krieger des Ostens. Das sieht schick aus. Heiliger Schatz des Drachengotts. Hiraishi-Rüstung. Können wir mal die hier hochleveln? Allgemeinwohl. 342, 330, 330. Oh, ich glaube, wir machen mal die Raishi hier, Hiraishi-Dingsbums da weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren restlichen Feiertag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.